ich aber. Bis jetzt. Ja. Thank you.
Wir haben es nur unten schauen, es ist wirklich hart. Kein Schokitaler oder etwas selbst noch. Die ist auch extrem schwer. Ich wechsle heute schnell der Zeit rüber zum Simon, so einem Olympia-Empfang. Das ist etwas ganz Spezielles. Hast du das so erwartet? In deinem Vorfeld schon zusammen geredet, du hast nicht gewusst, dass es auf dich zukommt. Das ist etwas, das ich so erwartet. Ja, ich habe das Plan nicht erwartet. In der letzten Rollstil haben wir noch die Wand drin gehabt. Ich dachte, sie lernen wir wieder den gleichen Rahmen und jetzt ist sogar die Kirche hintergefüllt. Wahnsinnig, würde ich sagen. Du fährst nicht jetzt noch ein Nassbüchlein, aber so kommst du hier. Das ist ja wunderbar. Für deine Rekollette müssen wir noch genau dafür geleistet haben. Der Olympia-Vierer. Stell dir das mal heute vor. Von wem wir anfangen? Ja, wir fangen ganz, also ausnahmsweise fangen wir mal ganz hinten an. Normalerweise hockt er ja ganz vorne, der Mario Gier. Er ist hier in der Mitte mit dem grünen T-Shirt. Er ist unser Schlagmann. Und der Schlagmann hat die Funktion, dass er den Rhythmus vorgibt. Er ist unser Antreiber sozusagen. Er ist ein Antreiber mit einem unbändigen Siegeswillen.
Er ist nicht nur der Schlagmann, er hat auch noch Steuer unter dem Fuß. Also er muss den Schlag vorgeben. Zusätzlich muss er noch schauen, dass unser Boot in der Bahn bleibt. Das war zum Beispiel in Rio nicht so einfach. Wir hatten einen Seitenwind, der treibt es halt immer wieder raus. Und da hat er einen super Job gemacht, indem das Boot immer in der Bahn geblieben ist. Was vielleicht auch noch ein speziell ist an ihm. Man sieht es vielleicht, er ist der grösste und breiteste von uns hier. Und das hat natürlich auch, das spielt natürlich auch dazu, dass er etwas schwerer ist als wir. Und da er etwas schwerer ist, braucht er halt ein Kilo mehr auf der Waage. Vielleicht die es nicht wissen, wir sind ja Leichtgewicht und wir müssen maximal 280 Kilo einwägen. Und dann muss jeder auf dem Gewicht sein und der Mario hat ein Kilo mehr als wir. Er ist 71 Kilo. So schnell bin ich aus Glauben gekommen. Böse Zunge behauptet, er hat einfach gerne Rotwein und Schoki und darum ist halt das Kilo mehr drauf, aber das würde ich jetzt nicht bestätigen. Auf jeden Fall, wenn einer ein Kilo mehr drauf hat, muss ein anderer ein Kilo leichter sein. Und da haben wir zum Glück den Simon Nippmann. Das ist er. Er sitzt hinter Mario, er nimmt den Schlag von Mario perfekt ab. Und sein grosser Plus ist seine Technik. Er ist ein brillanter Techniker. Ich habe Englisch gesagt in diesen 6 Jahren, ich werde so gut rudern können wie Simon. Aber nach 3 Wochen Ferien, nach der WM, konnte er immer noch auf dem gleichen Level rudern. Ich war schon fast ein Anfänger und konnte das Boot kaum bewegen. Was auch noch sehr wichtig war, er ist der ruhige Pol in unserem Team. Er hat uns immer geerdet. Wenn wir in der Euphorie abgekommen sind, hat er wieder gesagt, Jungs, kommen wir oben runter. Cool down, es geht weiter. Dann kommen wir zum nächsten. Er sitzt jetzt ausnahmsweise mal ganz vorne. Normalerweise sitzt er ganz hinten. Es ist unsere welsche Vertretung, der Lukas Dramer. Seine grosse Stärke im Boot ist vor allem, dass er einen Fokus hat. Wenn ihm der Trainer sagt, er soll an der Technik etwas ändern, dann macht er das im ganzen Training und er denkt im ganzen Training nur an diesen Punkt. Ich bin doch etwas anders. Ich vergesse meistens so nach 10 Minuten und dann kommt schon wieder der Input vom Trainer. Bei ihm war das anders gewesen. Aber im Bughin hast du auch noch eine andere Funktion. Wir rudern ja hinter sie und auf dem Wasser hat es etwa die so keine Bäume. Und da er ja nur an seine Technik gedacht hat, hat er den Job etwa die vergessen. Und wir haben etwa die, die Bäume verwünscht, aber es war nie schlimm gewesen. Das also die Kollegen von Simon, die ich mir die heute noch ein bisschen zeigen. Das heisst, die Olympia-Empfänge, die waren überall gewesen. Alle hatten Olympia-Empfänge. In Basel hatten wir einen, in Luzern sicher auch einen. Wir hatten aber auch im Welschland, dort wo du herkommst, wo du wohnst, auch einen. Wie feiern eigentlich die Welschen? Haben die andere Empfänge als hier? Ich meine, hier geht Post ab, bist du im Welschen? Nein, im Welschland kommt sicher die Post auch ab. Also, ich hatte noch einen Empfang am Flughafen. Nachdem wir in Zürich gelandet sind, bin ich noch gerne weitergeflogen, weil meine Eltern immer noch dort wohnen. Und es war gewaltig. Also ich hätte es nicht erwartet, dass so viele Leute kommen. Und dann auch noch mal in meiner Gemeinde. Also es ist wirklich, sind viele Leute gekommen. Und man hat es nicht so mitbekommen in Rio, dass so viele Leute die Rennen geschaut haben und mitgefiebert haben. Und das ist schon gewaltig. Also fleissig ist gefeiert worden. Ich habe gesagt, in Luzern ist gefeiert worden. Du bist am Schwingfest gefeiert, Mario. Ist irgendwann so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Glas ein bisschen voll und dem Mann nicht mehr so richtig gefeiert? Ist der Moment schon gekommen? Ja, das ist so, aber jetzt, am heutigen Tag ist es gerade wieder neu aufgefüllt worden. Das ist sensationell natürlich. Aber wir sind uns das ja auch nicht gewöhnt, wie wir in Randsportart sind. Aber wir genießen es umso mehr und sind dann aber auch glücklich, wenn ein bisschen ruhigere Zeiten kommen. Wenn ruhigere Zeiten kommen, Simon, an dem Tag, wo dir am 11. August unterwegs warst, war für dich alles andere als eine ruhige Zeit gewesen. Du hast nämlich deinen Geburtstag gehabt, das ist korrekt. Nicht, du hast Geburtstag gehabt? Das ist vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Ja, genau. Wir haben alle ja Geburtstag, ja, bei uns ist es so, aber ein anderes Datum natürlich. Der Tag, der 11. August, auch wenn du nicht Geburtstag gehabt hast, eine unvergessliche Geschichte. Weiss man am Morgen früh, wenn man aufsteht, dass heute etwas ganz Besonderes könnte kommen?
Nein, vor allem weil der Tag vorher ist abgesagt worden wegen dem schlechten Wetter. Und der Trainer hat gesagt, wir sollen damit rechnen, dass es eventuell wieder so wird sein. Und dementsprechend bin ich jetzt persönlich ins Bett mit der Einstellung, dass es morgen kein Rennen gibt. Und dann konnte ich super können schlafen und das ist sicher gut gekommen. Ist man eigentlich schon wieder angekommen im, sagen jetzt mal, Leben außerhalb von Olympia? Oder rudern wir immer noch so ein bisschen in den Zeiten nachher, in den Olympia-Zeiten? Nein, ganz sicher nicht. Also, es war schon schön gewesen, Olympia, aber es ist schon auch wunderbar, jetzt wieder daheim zu sein. Und das, was wir dort erreicht haben, das nehmen wir mit, egal wo wir hergehen. Und das ist einzigartig, das bleibt für immer. Für uns wird es ganz sicher auch so bleiben. Wir haben mit euch riesig mitgefiebert. Es freut uns ungemein, dass alle hier angekommen sind. Wir haben gesagt, wir wollen Simon ehren, es soll aber auch ein bisschen euer Empfang sein, weil ihr mit in diesem Boot gesessen seid und auch ein bisschen mitgeholfen habt, dass der Simon Olympiasieger geworden ist. Wir haben das natürlich überhaupt nicht so. Was wir euch mitgeben, ist, wir wünschen euch in Zukunft alles, alles Gute. Wir geben euch einen riesen Applaus mit und hoffen, ihr habt Spass heute Abend hier bei uns im wunderschönen Schenken. Den Applaus, den gehört euch. Merci, Simon. Und dann können Simon jetzt noch etwas. Wenn wir. Wie wollen wir sitzen? Absolut. Gut, ja. Ich hab noch mal. Eine lustige Truppe seid ihr. Der Olympiasieger. Es war schwierig, im Vorfeld die richtigen Fragen so ein bisschen zusammenzustellen, weil vor knapp einem Jahr sind wir hier schon gesessen, da seid ihr Weltmeister geworden. Jetzt sitzt ihr hier als Olympiasieger, das ist ein Jahr hinter dir, wo viel gefeiert worden ist. Bist du aus dem Vieren raus, aus dem Vier-Modus, oder steckst du nach wie vor in diesem Modus drin? Also gefeiert haben wir eigentlich erst nach der Olympiade. Man muss sagen, vorher sind wir lämmlich gewesen. Also die letzte Party war viel fester gewesen. Von dem her haben wir einiges an Nachholbedarf gehabt und wir haben schon ein bisschen Gas geben. Aber das haben wir auch gerne gemacht. Meine, es ist eine Traumerfüllung gegangen schlussendlich. Wir haben lange für diesen Traum gekämpft. Wir sind jeden Tag aufs Wasser gegangen, 4 Jahre lang, für das Ziel. Und wenn wir das erreichen können, ist es einfach unbeschreiblich schön. Ja. Du bist ins Ziel gekommen, hast gewusst, du hast etwas Spezielles geschafft. Du warst ausgepumpt, du bist irgendwann heimgekommen, hast die verschiedenen Feierlichkeiten gehabt. Ist der Moment schon gekommen, wo du realisiert hast, was passiert ist, wo du realisiert hast, dass du Olympiasieger bist? Ist der Moment schon gekommen? Ja, wir sind sicher lange auf der Euphoriewelle gewesen, aber als ich am Montag in die Uni gegangen bin, 4 Stunden Uni gehabt, dann bin ich in der Wiki auf dem Härtenboden gelandet und habe gewusst, okay, der Olympiatraum ist jetzt vorbei. Es gibt noch anderes im Leben als nur Rudern. Ja. Aber es ist klar, es kommt langsam, man kommt zurück in den Alltag und es setzt sich langsam alles und das ist auch gut so. Aber es ist trotzdem jedes Mal, wenn ich die Medaille aus dem Koffer nehme, wir haben so eine wunderschöne Holzbox, ist es immer noch traumhaft und denkst immer noch, boah, ist das wahr, ich habe es geschafft. Und, Im Moment hast du noch mal Hause, ich weiss, in Rio, das war unglaublich, in Rio hat er die Medaille, ich meine, die ist aus Gold. Die hat er nicht in diesem Köfferlinien gehabt, die ist meistens ganz an einem anderen Ort gehabt, du kannst es selber sagen. Wo hängen sie heute, wenn sie nicht um deinem Haus ist? Ja, eben in einem Köfferli, aber eigentlich am liebsten würde sie immer noch einen Sack mitnehmen, weil in Rio hat das tiptop geklappt. Eine Schlinge drumherum, um ein Bändel da. Und dann ist die safe und an der Bar kommen wir relativ viel über, wenn wir die Medaille zeigen. Wir stellen heute die eine oder andere Frage, wenn ich zusammen schwätze. Du hast tausende von Fragen schon beantworten. Welche Frage nervt dich mittlerweile ein bisschen? Nur, dass ich sie nicht stelle. Ich weiss, normal würdest du sie stellen, aber es ist die Frage, wie geht es weiter? Wie sieht es aus? Machst du 4 Jahre weiter? Und ja, das ist immer die grosse Frage. Meistens kommt sie schon kurz nach dem Ziel. In der Olympiade ist die erste Frage, und wie geht es weiter? Und, aber es gehört dazu, aber ich sage immer das Gleiche, ich weiss es noch nicht. Zuerst müssen wir jetzt mal feiern, nachher muss der Alltag zurückkommen und nachher irgendwann musst du die Entscheidung treffen, ob das Feuer Rudern noch innen brennt oder ob das Feuer erloschen ist. Ja. Wir werden die Frage vielleicht im späteren Verlauf noch einmal aufgreifen. Von dem.
Vielleicht wird sich ja in der Zwischenzeit. Ja, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht hast du eine geniale Idee. Ja, und vielleicht können wir dich motivieren. Vielleicht kommt uns noch etwas ganz Spezielles in Sinn. Simon, wir haben einiges für dich heute vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt frei genommen worden. Es wird länger dauern. Einiges haben wir vorgenommen. Wir haben gesagt, wir wollen es etwas anders machen, als wir es gemacht haben, noch vor einem Jahr. Wo wir Laudatio gehalten haben, wo wir dich gehuldigt haben. Wir haben ganz viele Leute gefunden, die dir auf ihre ganz spezielle Art und Weise gratulieren, die etwas ganz Spezielles auch mitgenommen haben, das ganz eng mit dir in Verbindung steckt. Wir sind alle zusammen ein gespannt darauf, was das ist. Wir selber wissen es auch nicht so, wie die Geschenke könnten aussehen könnten, aber es sind Leute, die fleissig Geschenke mitgenommen haben. Wie sieht deine Beziehung zu Sursee aus? Also Sursee bei Schenken? Ja, die kleine Nachbargemeinde, oder nein, sagen wir schon, das ist die grosse Nachbargemeinde, muss man fairerweise sagen. Ja, es hat eine grosse Bedeutung auch für mich. Ich bin zu Sursee in Kante gegangen. Und ich denke, als Schenker muss man auf Sursee. Man kommt nicht ohne Sursee aus. Und ich finde es auch gut, wir arbeiten zusammen im Sozialwesen, im Bildungswesen. Ich finde es gut, dass wir finanziell bezüglich Steuern noch nicht zusammen arbeiten. Das finde ich sehr gut. Und Sursee und Schenken, das gehört eigentlich zusammen, schlussendlich. Ja. Genau, und weil es zusammengehört, Sursee und Schenken, haben wir gesagt, komm, wir machen die vier alle zusammen. Das hat man auch bei den Verantwortlichen von der Stadt Sursee so gesehen. Und das erste Geschenk, das kommt aus Sursee. Da sind wir gespannt. Herzlich willkommen bei uns, Stadträtin Heidi Schilliger. Guten Abend miteinander, liebe Anwesende, und im Namen vom Stadtrat und von der ganzen Stadt Sursee, die ja so klein ist, neben Schenken, begrüße ich alle ganz herzlich zu dem heutigen Anlass. Noch selten ist Sursee und auch in der Region so wenig Sauerstoff in Kohlendioxid umgewandelt worden wie am 11. August von dem Jahr zwischen 1640 und 1650. Hier hat nämlich ganz Sursee den Schnauf angehalten und hat wirklich geschaut, gebannt auf den Bildschirm gestarrt und die rhythmischen Schläge von dem Viererteam mitverfolgt. 6 Minuten und etwa 20 Sekunden später haben sie den explosionsartig wieder durchschnaufen können. Die Sursier konnten ihren Olympiasieg feiern und konnten auch wieder schnaufen. Ja, unzählige Sourcerinnen und Sourcer haben wirklich mitgefiebert, obwohl die wenigsten dich, Simon, ja wirklich so ganz persönlich können. Aber mitgefiebert haben wir auch bis am Schluss von dem Rennen. Und wo wir den Sieg gesehen haben, haben wir das Gefühl gehabt, das ist auch ein bisschen unser Sieg. Das ist fast ein bisschen frech, ich weiss. Aber wir haben mitgefiebert und im Bewusstsein, der Sieg und die Medaille, die gehören selbstverständlich dir und deinen Kollegen. Was uns aber stolz macht, ist sicher die Tatsache, dass du als langjähriges Mitglied vom Seeklub Sursee, von unserem Seeklub eben, wie wir manchmal auch so sagen, diesen olympischen Erfolg geschafft hast. Das zeigt, dass der Traum vom olympischen Medaille irgendwie auch so ein bisschen in die Nähe gerückt ist. Nicht nur ein Traum ist, sondern wirklich erreichbar ist. Und eben Träume nicht nur Schäume sind, sondern wirklich können in die Erfüllung gehen. Und in dem Sinn gratuliere ich dir und deinen Kollegen aus deinem Boot ganz, ganz herzlich für die bewundernswerte und einmalige Leistung, die dir geschafft haben. Sie ist euch nicht in die Schoße gefallen. Du hast vorher gesagt, es ist viel Arbeit hinter ihnen, tausende von Trainingsstunden, tausende von schweißtreibenden Kilometern, die ihr hier auf dem See oder irgendwo auf dem Gewässer zurückgelegt habt. Als Schulbub schon bist du zur See ins Geheimnis vom Rudern eigentlich eingeführt worden. Du hast dort den Wassersport kennengelernt, hast Feuer gefangen dafür, wie du es auch vorhin gesagt hast. Und das Feuer, das hat weitergelodert, auch, obwohl du manchmal am Anfang, glaube ich, habe ich gehört sagen, jemand mal ins Wasser geht bist. Ein grosser Dank gehört darum auch im Seeklub Sursee, in den Trainern, die dich gefördert haben, die dein Talent entdeckt haben, die an dich geglaubt haben und die dich unterstützt haben.
Es ist auch nicht... Genau. Unser Geschenk, das kann ich mir eigentlich, mit dem kann ich mir deine Leistung und die Leistung von deinem Team nicht aufwiegen. Es soll so ein bisschen symbolisch sein. Das eine ist sicher so das Fest, das wir da heute am Abend schenken dürfen, feiern. Es soll auch Ausdruck sein und Raum geben für unsere Freude und für unser Lob, die Anerkennung, die wir dieser Leistung gegenüber haben. Dann etwas Kleines für dein liebliche Wohl. Ich habe ein Interview gehört und schon dort hast du gesagt, dass ihr akribisch genau müssen auf euer Idealgewicht schauen müssen und wirklich Pfund und Gramm ganz genau stimmen müssen und so die Gelüste von Schocke und so manchmal müssen einfach in den Hintergrund stellen. Darum etwas, was wir dir bringen, zusammen natürlich, und du kannst geniessen mit deinen Teamkollegen, feinste Schocke aus Sursi. Die Schocke ist in einer Schale, wo drinnen auch die Sonnenmaske, die ja ein grosses Symbol ist von uns Sourcer, eingebrannt ist. Die Sonnenmaske, die ist ein bisschen symbolisch zu verstehen. Weil wir haben gehört munkeln, dass das Olympische Komitee sich wirklich auch Sorgen macht um die hohen UV-Strahlen, wo die Sportlerinnen und Sportler da immer ausgesetzt sind, vor allem natürlich auch auf dem Wasser. Und wir haben die Sorge natürlich aufgenommen, weil wir haben ja, wie schon gesagt, wirklich einen renommierten Ruderclub vor Ort und das lässt uns nicht gleichgültig. Und darum haben wir uns die Köpfe zerbrochen und haben gedacht, ja, was könnten wir da machen? Wir sind beim Olympischen Komitee vorstellig geworden, so ganz unter dem Motto, kluge Köpfe schützen sich, haben wir für das nächste Olympische Rennen eine Idee propagiert und eingereicht. Und falls die umgesetzt wird und ihr würdet weiter rudern, dann könnte die Siegerfeld in 4 Jahren vielleicht etwa so aussehen. Ja, so oder anders, wie es wird kommen. In der Lokalzeitung ist unmittelbar nach euch auf Sieg gestanden. Simon Schürch ist am Ziel seiner Träume. Ich denke, ein Traumziel, und das hast du vorher auch gesagt, hast du, haben wir erreicht. Von Herzen wünsche ich dir, aber Simon und deinen Kollegen auch, dass dir weitere sportliche, aber auch private Ziele zulässt und dir die irgendwann und irgendwo mit grösster Zufriedenheit auch werden erfüllen. Nochmal herzliche Gratulation. Von der Stadt Sursee. Hey, ich bin Hiddiger. Merci vielmals für die wunderbaren Worte und das sensationelle Bild. Ein Sonnenruder, können wir fast sagen. Wenn man ganz genau war, vor einem Jahr, ist ja hier eigentlich gesagt, ja, wir treten an, um Gold zu gewinnen. Ihr seid da gegangen als grosse Favoriten. Da hätte ich fast nichts anmerken. Ist das so ein Goldmedaille mit Ansage gewesen? Ja, wir haben einfach unser Ziel klar formuliert. Wir haben das so gesagt. Und wir haben die Goldmedaille wollen. Und nichts anderes, nur die Goldmedaille. Und von dem her ist das so aufgenommen worden, ja. Vor 4 Jahren seid ihr aber auch gegangen nach London, und schon dort war das Ziel, wir wollen eine Olympiamedaille holen, eigentlich wollen wir Gold, und es ist die grosse Enttäuschung geworden. Was habt ihr anders gemacht auf dem Weg nach Rio als vorher noch auf London? Das grosse Ziel war, dass wir gesagt haben, wir müssen in die Medaille hineinfahren. Wir sind bis 2012 sind wir ein oder zweimal an einer EM auf dem Podest gewesen. Mit diesem Anspruch oder, kannst du eigentlich nicht eine Olympiamedaille holen. Aber wenn du wirklich an jedem Weltcup, an jeder EM, an jeder WM auf dem Podest bist, dann kannst du auch mit dem Anspruch an die Olympiade gehen, eine Medaille zu holen. Und das ist eigentlich das grosse Ziel, dass man an jedem Wettkampf, egal was ist, egal welche Voraussetzungen das gerade gegeben sind, mit Verletzungen etc., dass man immer eine Medaille holt. Es war ein Projekt, das man auf 4 Jahre ausgelegt hat. Nach London hat es der eine oder andere Umbruch gegeben, bei euch im Team auch ein bisschen. Das Projekt hat man gestartet mit Höhen und Tiefen. Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du selber das Gefühl hast, ui,
das Projekt Olympiagold, das ist gefährdet. Ja, das war sicher 2014. Wir haben nach der Enttäuschung in London eine Pause gebraucht, sind in zwei verschiedene Boote gegangen. Und dann kam ein Winter 2014, der nicht so einfach war, für alle zusammen. Und die grosse Rettung war nachher eigentlich der neue Trainer. Wir haben im November 2014 einen neuen Trainer bekommen. Er hat den Zähler wieder auf Null gesetzt, wie man so schön sagt, alle wieder auf eine Startlinie gebracht und gesagt hat, Attention go, zeigt mir im Winter, wie stark sie sind. Und im Frühling 2015 ist nachher herausgekommen, dass er den Lichtvierer Ronny mit der grössten Chance auf eine Medaille gesehen und uns vier wieder zusammengetan hat. Was war euer ganz grosser Trumpf? Ihr hattet gute Konkurrenz, es hat andere Länder mit sehr schnellen Booten, mit ganz guten Athleten. Was war am Schluss euer Trumpf? Wir haben am härtesten trainiert vor allem. Wir haben wirklich jeden Tag alles gegeben. Wir haben extrem intensiv trainiert, wir haben das richtige Programm gehabt, zur richtigen Zeit. Und das hat uns eigentlich unschlagbar gemacht. Schenken ist etwas ganz Wichtiges für dich. Du hast gesagt, du seist in Sursee in die Schule. Aber Schenken bist du auch gesehen, oder? Ja, sogar eine grosse Zeit von meinem Leben. Kindergarten, Primarschule. Dort war es noch nicht so ernst. Dort war der Spass am Vordergrund meistens. Also verbinde ich es mit sehr guten Erinnerungen. Mit sehr guten Erinnerungen. Du bist mittlerweile ein neues Idol, auch bei den Schulen. Wenn man ein bisschen umgeschaut hat in diesen Schulen, hat alles zusammen ab dem 11. August von dem Simon Schürch geredet. Und die Schulen, das ist klar, die wollen mitmachen bei dem heutigen Abend. Ganz viele sind nämlich parat gestanden, liebe Leute, die drinnen waren, draussen an der Straße. Und sie sind spaliert gestanden, das ist richtig, gell? Genau, mit Taucherbrillen, Badkappen, Seifenblasen, Kuhglocken, also sensationell. Das haben sie auch seid ihr das gesehen, dort hinten, gell? Könnt ihr mal Lärm machen, wie das an der Straße auch gemacht hat? Eben nicht. Ja, pardon. Aber man sieht auf einem Plakat hat er mitgenommen und alles Mögliche auch. Die Schule von der Gemeinde Schenken, die haben etwas vorbereitet. Wir sind gespannt, was. Das ist euer Applaus. Ja, nur nicht pressieren. Man erst in 4. Stunde Rückstand auf die Marschtabelle, das ist kein Problem. Oh. Wunderbare Geschichte, hei, hei, hei. Und jetzt gebe ich dir natürlich noch das Mikrofon, Christina, gell? Gebe ich dir das Mikrofon, ja sicher, pardon, tut mir leid. Oh. Willst du es selber haben? Ja. Sicher. Christina, ich gehe ein bisschen weg, das ist dein Part. Okay, kann ich anfangen? Selbstverständlich. Also, also erstmal. Ja klar, bin ich besser. Also erstmal gratulieren wir dir ganz herzlich zu deinem Sieg. Und vor der Olympiade hast du ja noch einen Besuch bei uns abgestattet und hast uns halt alles erzählt, was ihr halt so wegen dem Gewicht und wegen diesen Dopingkontrollen. Und jetzt habt ihr ja euer Ziel erreicht und die Goldmedaille gewonnen. Aber ihr habt ja lange müssen auf feines Essen verzichten und halt auch müssen auf Kalorien schauen. Und da haben wir gedacht, dass wir dir eine richtige Kalorienbombe schenken. Und also. Und also. Also eine Kalorienbombe Schocki. Und also. Und zwar ist das nicht irgendein Schocki, sondern echt Schweizer Doping. Und jetzt habe ich noch ein Gedicht für dich geschrieben. Mir hat noch eine Kollegin geholfen und ich sage es jetzt einfach mal. Also, gut, also. Also, kann ich so Hochdeutsch? Ich verstehe Hochdeutsch, ja. Also, gut. In einem Boot kommt ihr zu viert und für die Olympiade seid ihr nummeriert. Schlank und leicht kommst du daher, nicht so wie ein Grizzlybär. Jetzt kommt ihr auch schon aufs Treppchen, das Rennen war doch echt ein Schnäppchen. Ja, ist es. Hast du super gemacht, ich würde sagen, einen grossen Applaus für dich. Christina, merci vielmals, deine Spende, auch super Geschichte. Machen wir noch das Körper, warte, ich muss noch ein bisschen durch. Es gehört alle ganz nah zusammen. Was
mal die Mitte, Simon. Geh mal die Mitte, genau. Wir können näher zusammenkommen. So, und jetzt gibt es das Viertel. Super! Herzlichen Dank! Top! Abklatschen! Abklatschen! Christina, herzlichen Dank! Sensationell! Sie danken für das Gedicht! Merci viel, viel Mal für die Grüße! Danke herzlich! Super, also das Gedicht! Also, darf ich noch dein Alter wissen? Das ist Ja, ich kann auch hören. Nein, also das ist ja, eine Primarschülerin. Also. Ja, ich sage ja. Da muss Kantis Ohr sein, gewappnet sein. Würde ich auch meinen. Elfi. Oi. Christina, super gesehen. Wunderbares Gedicht gesehen, also Dinge wunderschön. Und wie sie es vorgetragen hat, da wird sich Steffi Buchli warm müssen. Ich will sagen, das wird... Man hat schon gemerkt, die sind völlig Fan von dem Simon Schürch. Hat es den Moment gegeben, wo du plötzlich gemerkt hast, was daheim auch abgeht. Ich meine, du warst immer so fokussiert auf Rudern. Hat es den Moment gegeben, wo du plötzlich realisiert hast, hey, du bei mir daheim in der Heimat geht einiges ab. Das habe ich erst nachher gemerkt, wenn man mit den Leuten redet, dass alle sagen, ich habe nicht mehr geschafft am Nachmittag, ich habe nur das Rennen geschaut, ich habe mitgefiebert. Klar, da habe ich ein Bild gesehen vom Seichlub Sursi, der ja auch eine Riesenparty gemacht hat. Aber dass es das Ausmaß hat, auch Leute, die sich nicht unbedingt für den Sport interessieren, sonst, dass die mitgefiebert haben, das ist schon sagenhaft. Ja. Begegnen dir heute Leute, wenn du auf der Straße unterwegs bist, anders als noch vor dem 11. August? Ja, das erkennen die vielleicht, weil halt in der Region ein bisschen mehr in der Presse warst oder weil du halt eben ein Rennen gefahren bist und dort der schnellste warst. Aber schlussendlich hat sich nichts geändert, ich bin immer noch der gleiche und die Leute gratulieren. Und das ist auch schön zu sehen, dass die Leute mitgefiebert haben und Freude an dieser Leistung haben und dass sie noch meine Freude steigern. Ja. Du bist jetzt so ein bisschen ihr Idol, dir bei Frau nachher eifern. Hat eigentlich der Simon Schürch, als er jünger war, auch so ein Idol gehabt? Nein, ich hatte nie ein Idol gehabt, im Sport kein Idol gehabt. Ich habe schon immer auf Sport geschaut, aber dass ich einem berühmten Sportler nachgeeifert hätte oder so leben wollte, wie der lebt, habe ich eigentlich nicht. Nein. Nie gross gehabt. Fakt ist, am 11. du hast gesagt, am 11. August ist hier in Sursee einiges abgegangen, in Schenk und in Sursee. Unter im Seeklub, grossen Fernsehapparat, den man extra reingestellt hat, dort haben alle zusammen mitgefiebert, gejubelt und gejohlt. Für den Seeklub war es ein ganz spezieller Moment, wo man das Olympiagold hatte. Weltmeister hat es ja schon gegeben im Club, aber dass es jetzt auch noch Olympiasieger gibt, ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und der Seeklub, also das heisst der Seeklub, der Ruderclub, von Sursee hat fleissig mitgeholfen an dieser wunderbaren Feier, hat sich auch einiges überlegt und die Präsidentin, die Annemarie Lüthi, die hat sich ja, etwas wirklich Spezielles und auch ganz Persönliches überlegt, redet nämlich Gemeinsamkeit, aber lasst doch selber. Herzlich willkommen bei uns, Annemarie Lüthi. Wir haben verschiedene Gemeinsamkeiten, grüezi miteinander. Das eine ist das hier, unsere gemeinsame Passion fürs Rudern und für den Seeklub Sursi. Aber das wäre ja viel zu einfach gewesen, wenn ich nur das würde nehmen. Das ist ja nicht speziell. Das ist ja so, wenn man im Seeklub ist. Nein, ich habe etwas anderes. Simon? Du weißt, was es ist? Es ist ein Shampoo. Der Simon und ich, wir haben, seit er auf der Welt ist, die gleiche Coiffeuse. Und Trix ist dafür verantwortlich, dass wir immer so oben an den Augen gut gestylt sind. Dass wir die Augen frei haben, um die Welt anzuschauen. Um zu schauen, was um uns herum passiert. Dass er schauen kann, was Dänen und Griechen und die anderen machen, dass er es gut sieht. Das ist ganz wichtig. Und noch etwas ist wichtig.
nämlich dass er auch nach einem anstrengenden Training eine gute Falle macht für Paparazzi-Bilder. Simon, wir gratulieren dir wahnsinnig. Wir sind unheimlich stolz, dass du einer von uns bist, dass wir mit dir feiern dürfen. Und wir danken auch deinen drei Kollegen, dass ihr die Leistungen gebracht habt. Und danken möchte ich auch all denen, die mitgeholfen haben, dass eben an dem Tag X jedes Mosaiksteinchen gepasst hat. Denn das muss sein. Ohne das geht es nicht. Es sind nicht nur vier Leute, die dafür verantwortlich sind, sondern ein ganzer Trainerstab, ein Staff, ganze Haufen Leute. Und denen gehört von mir aus gesehen eben auch mal ein riesen Applaus. Und der gehört euch, die damit, auch der Familie, den Freunden, allen. Bravo! Und jetzt darf ich im Namen des Seeklubs dir noch ein kleines Geschenk überreichen. Ich sage nicht, was drin ist. Du kannst lesen, auch Hochdeutsch. Es ist alles genau beschrieben. Wir wünschen dir viel Spass und wir wollen einfach etwa eins oder zwei Fotos nachher. Und alles Gute für die Zukunft, was immer auch kommen mag. Herzlichen Dank, Anne-Marie Lüthi vom Seeklub. Jetzt müssen wir aber noch etwas beichten. Wir sind doch gerade in der Kirche, weißt du? Ja, das ist ein guter Ort. In den letzten paar Monaten war ich nicht mehr so viel bei ihr. Beim Coiffeur? Ja, also nicht bei ihr persönlich. Es hat immer zugekommen am Montag, an unserem Freitag. Ja. Da musste ich fremdgehen. Oh je! Das ist ein Beichtstuhl hier, weißt du? Eigentlich, deine Worte waren schon speziell innerhalb von 5 Minuten. Fragst du einen 11-Jährigen, wie alt er ist? Und dann erzählst du uns die Geschichte mit dem Fremdgehen, um das Gewissen zu erleichtern. Das ist schon noch ein... Hey, Jesus. Bist du eine eitle Person? Ja, du musst schon ein bisschen in den Spiegel schauen. Und ich sehe, der Mario, ich weiß nicht, wegen was, aber der Mario hat schier geschallt vorher, als du das Shampoo bekommen hast. Eitel, oder was könnte dahinter stecken? Ja, vielleicht, weil er oft ein Zimmerpartner war und wir haben relativ viele Nächte miteinander verbracht. Nein, ja, ja. Oh nein, jetzt sind wir wieder in dieser Schublade drin. Nein. Ja, kriegen Sie ja raus. Also. Der Seeklub, ganz speziell, wir haben gemerkt, was dem Seeklub bedeutet. Anne-Marie ist letztendlich von den Emotionen noch gepackt. Was bedeutet dir der Seeklub? Ja, ich würde sagen, fast alles. Rudertechnisch, weil ich habe dort gelernt rudern. Ich habe dort meinen Juniorentrainer, der René Albisser, der sicher auch da ist und in Schenken lebt. Und der hat mir das Rudern beigebracht, vor allem Passion fürs Rudern. Der hat mir beigebracht, wie man ein Boot laufen muss. Das sind so das A und O. Weil die Physis, die kann man immer noch lernen, das sind die Fleissstunden. Aber wenn man ein Boot muss laufen, das muss man in den jungen Jahren lernen, bei einem Trainer, und das hat er mir beigebracht. Und von dem her habe ich immer auch heutzutage noch eine sehr gute Beziehung zum Seeklub Sursi. In den letzten Jahren habe ich halt nicht mehr so viel trainieren im Club. Wir sind immer zusammengezogen worden in Sarnen. Und von dem her sind meine Ausfahrten auf dem Sempacher See im letzten Jahr, glaube ich, auf eine oder zwei geschrumpft. Aber das kann sich in Zukunft wieder ändern. Zumal dir oder Dunge so eine wunderbare Seeterrasse hat, das ist eine schöne Terrasse, wo übrigens die Lounge, die du davor zum Teil seht, draufkommt als Geschenk, dass du bei deinem Lieblingsplatz weiterhin kannst Dunge sein und auf den See raus schauen kannst. Ist das doch für dich ein Ort der Ruhe, die Terrasse? Absolut. Das ist, leider haben wir kein Haus mit Seeanstoss und es ist immer etwas Spezielles, wenn man am See ist. Es ist ruhig. Man hat wunderschöne Sonnenuntergänge, es ist vom Panorama her gibt es sowieso nichts Besseres. Und wir munkeln ja, dass es ein neues Bootshaus gibt und dann wird es nur noch besser. Wir sind gespannt, ein neues Bootshaus, wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Gast, muss ich sagen. Besser hätte ich es nicht machen können. Dass wir ihn
in Schenken so unglaublich stolz sind auf dich, das ist klar, dass wir hier in der Region um den Simbacher See um unglaublich stolz sind, das ist ebenfalls klar. Und es spricht für sich, dass natürlich auch der Kanton unglaublich stolz ist auf einen von ihren Protagonisten, auf Simon Schürch und natürlich auch auf seine Kollegen. Dass der Regierungsrat heute auch mit vor der Partie ist, dass er ebenfalls möchte gratulieren und wird gratulieren, das ehrt uns natürlich ganz speziell. Wir begrüßen recht herzlich bei uns den Regierungsrat. Herzlich willkommen, Guido Graf. Das ist immer schön, wenn man für die Regierung klatschen. Meine Damen und Herren, vor knapp 4 Wochen hatte ich bereits die Ehre, unseren Stadt-Luzerner Mario Gier zu begrüßen und ihm können gratulieren für die Goldmedaille, die er gemacht hat in Rio. Und heute Abend, meine geschätzten Damen und Herren, habe ich wieder rüdig gefreut. Es ist auch eine grosse Ehre für mich, dass ich wieder einem Goldmedaillengewinner gratulieren kann und ihn offiziell begrüßen darf. Liebe Simon, geschätzte Teamkollegen von Simon Schürch, das ist der Mario, der Simon und der Lukas. Herr Kantonsratspräsident, lieber Andreas Hofer, Herr Präsident der Stadt Zorsi, der Gemeinde Schenken, Damen und Herren Gemeinderäte, Kantonsräte und Stadträte, sehr verehrte Gäste. Vor gut 2 Jahren haben wir unsere Luzerner Top-Athleten mit dem Projekt «Unsere Helden» bei den Olympia-Winterspielen in Sochi sehr schmal finanziell und ideell unterstützt. Und auch bei den Sommerspielen in Rio haben wir wieder ein Heldenteam gehabt. Der Kanton Luzern, und auf das bin ich persönlich sehr stolz, ist einer der ersten Kantone, der so ein Projekt verfolgt. Und ich muss Ihnen sagen, als Sportdirektor und als Sportfan ist mir das Projekt persönlich sehr ans Herz gewachsen und es ist auch ein wichtiges Anliegen. Wieso das? Unsere Sportler, das sind wirklich Vorbilder und unsere Sportler, die wir haben bei unserem Kanton Luzern, das sind sehr gute Botschafter. Es ist unsere grosse Freude und Ehre, einen solchen Sportler und einen Botschafter wie Simon für unseren Kanton Luzern zu haben. Es ist mir auch eine grosse Freude und eine Ehre, dass du, geschätzter Simon, in unserem Heldenteam vertreten warst. Jetzt kommt das Geschenk. Du weißt ja, wir im Kanton müssen ein bisschen sparen, aber musst noch. Es gibt Folgendes. Also wenn du, Simon, mit dem Mario, wenn du euch weiter motivieren und vielleicht noch einmal ein Ziel habt, ein sportliches Ziel, dann tun wir euch weiter behalten im Team und werden euch materiell und finanziell in Zukunft unterstützen. An die anwesenden Kantonsräte, das zahle ich mit Swisslos Gelder. Dort können Sie mich noch nicht reinlängen. Denn, meine Damen und Herren, wir sind ja ein mittlerer Kanton, etwa 400'000 Bürgerinnen und Bürger, und Sie müssen hören, vom Kanton Luzern sind 11 Personen an der Olympia in Rio gewesen. Und ich muss sagen, das ist ein Top-Erfolg für uns als Kanton. Wir werden die Leute einladen, die Gesamtregierung wird euch empfohlen, für ein Mittagessen. Und du persönlich kommst jetzt ein Bild über. Mein Chef Sport bringt das gerade, er hat es gemacht. Kannst du es nicht auftun? Und ich dir möchte dich übergeben als Erinnerung. Markus. Danke so. Lieber Simon, du hast wirklich Grosses geleistet. Wow. Als Zeichen. Als Zeichen von der Wertschätzung, aber auch von der Förderung des Rudersports möchte ich im Namen des Kantons im Seeklub
Den unterstützen mit einem Geldbetrag und ich habe jetzt gerade zur Kenntnis genommen, die sind am Bauen. Die wollen bauen. Also wenn ihr eine Baubewilligung habt, können wir einen Beitrag von uns über. Die Baubewilligung können wir nicht geben, aber vielleicht gibt es ja eine Ecke, die man speziell im Simonde zuordnen kann. Es soll auch wirklich ein Zeichen sein von der Unterstützung für unsere künftigen Ruder. Weil wir sind überzeugt, das ist das Potenzial, das wir haben bei uns im Kanton. Mir ist nämlich nicht entgangen, wenn ich jetzt das richtig gelesen habe, dass dein Bruder Simon, der Joel Schürch, ein äußerst erfolgreicher Ruder ist und bereits U23 Weltmeister. Ich denke, das ist alle grosse Applaus wert. In dem Sinn, wenn wir auch in Zukunft unsere Luzerner Talente fördern. Ich danke wirklich im Seeklub Sorsi. Ich danke aber auch im Umfeld von Simon und jetzt vor allem in seinen Eltern, in seiner Familie, die ihn hier gestützt haben, unterstützt haben auf dem Weg. Und ich denke, das ist wirklich ein grosser Applaus wert. Zum Schluss, lieber Simon, ich gratuliere dir im Namen der Gesamtregierung. Die anderen vier sind auch neidisch, dass sie nicht kommen konnten. Wir wünschen dir wirklich alles Gute und vor allem bleib gesund. Alles Gute. Danke. Meine Damen und Herren von der Luzerner Kantonsregierung, Guido Graf, herzlichen Dank. Luzerner Olympioniker sind mit dabei. Ich komme gerade jetzt nicht noch der sensationelle Beachvolleyball-Kommentator aus dem Kanton Luzern. Der wäre es dort 12 gewesen. Nur wegen Messi hat er sonst noch seine Nummer. Was bedeutet das einem Sportler, wenn jemand so hoch, also wenn die ganze Regierung einem gratuliert, ist das etwas Spezielles? Nimmt man das so entgegen? Kann man das einordnen? Ja, das ist sehr speziell, ja. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Regierungsrat überhaupt an einem Mittwoch oben noch kommt. Und das zeigt auch die Wertschätzung vom Kanton Luzern. Ich meine, sie haben wirklich ein Top-Sportprojekt auf die Beine gestellt vor 4 Jahren. Ich durfte dabei sein, dem Projekt «Unsere Helden», wo uns der Kanton Luzern gross unterstützt hat. Und es ist sehr schön, wenn man so etwas zurückgeht mit einer Medaille. Das ist das, was sie brauchen, dass es auch in Zukunft weitergeht. Und das hoffen wir schwer, weil es ist wichtig für die jungen Athleten, dass sie schon frühzeitig unterstützt werden auf dem Weg Richtung Olympische Spiele. Erzähl uns, wie hast du Rio erlebt? Ja, Rio, es ist gut gewesen. Nein, es ist klar, es ist eine riesengroße Stadt und die Unterschiede zwischen Reichtum und Armut sind riesig. Man muss immer ein bisschen aufpassen und von der Atmosphäre her war es top am See, mit dem Cristo, mit der Copacabana, mit der Ipanema Beach. Das ist wirklich traumhaft. Aber zum Leben dort wäre es für mich nichts. Also, ich habe es sehr geschätzt, jetzt wieder zurückzukommen in die Schweiz. Ich war auch in der Schweiz in der Ferien. Und jedes Mal, wenn ich wieder zurück auf Schenken komme, muss ich sagen, da haben wir ein Paradies. Es ist wirklich, die Lebensqualität ist nie so hoch wie hier. Und ich denke, das sollte man schätzen. Und auch Sorge zu dem haben, dass es weiter so ist. Du hast in Rio nicht im olympischen Dorf gewohnt, dort wo eigentlich alle Sportlerinnen und Sportler wohnen, sondern vor an der Beach. Warum das? Rein praktische Gründe? Ich hoffe, eine gute Aussicht. Das ist wichtig. Schlussendlich ist ganz klar, wir wollen den olympischen Zirkus wegschieben von uns. Wir wollen nur uns auf den Wettkampf fokussieren. Wir wollen, dass der ganze Olympiazirkus erst nachher geniessen, wenn unser Wettkampf vorbei ist. Wir haben gesagt, wir werden uns auf die Olympiade so vorbereiten wie eigentlich auf jedes andere Rennen der letzten 4 Jahre. Egal, ob es eine Weltmeisterschaft ist, eine Europameisterschaft ist oder ein Weltcup. Sprich, wir sind unter uns, wir haben unsere Zimmer, wir haben unser Essen, wir haben unsere Ruhe. Das war das Wichtigste.
Und ich denke, das ist ein Erfolgsfaktor. Nicht, weil vielfach ist es einfach so, dass für Olympia plötzlich alles anders ist. Leute ändern ihre Rituale, ändern. Sie sind plötzlich in einem olympischen Dorf und können plötzlich ihre Leistung am Tag X nicht mehr bringen. Und dem haben wir aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das ist perfekt aufgegangen. Der Xenon Müller war der Letzte, der eine olympische Goldmedaille geholt hat für die Schweizer Ruder. Entsprechend stolz ist natürlich Swiss Rowing, der Schweizerische Ruderverband. Und der ist ebenfalls bei uns hier vertreten mit einem Geschenk. Wir freuen uns darauf und sind gespannt, was es eigentlich könnte sein. Bei uns ist der Vizepräsident. Herzlich willkommen, Heinz Schaller. Geschätzte Festgemeinde, wir sind natürlich alle stolz vom Ruderverband, und zwar danke ich zuallererst den Athleten. Danken. Und wir haben in dem Rio nebst der Goldmedaille einen 5. Platz gehabt von der Janine Gmelin, einen 7. Platz vom Doppelvierer mit dem Roman Rösli von Sempach und den 13. Rang mit dem Luzerner Michael Schmidt in einem leichten Doppel-2. Herzlichen Dank meinst und eine Gratulation für das tolle Ergebnis. Und für den Kanton Luzern, Guido Graf, heisst das, mit diesen Athleten, mit diesen vier, die du in diesem Projekt drin hast, Luzerner Helden, ist der Kanton Luzern das Nummer 1 in den Sommersportarten. Da kannst ja du auch mal politisch wieder mal ein bisschen brillieren, und danach ist das auch ein gefreutes Dossier, der Sport. Ich möchte, nachdem Jana schon gedankt worden ist, einfach das zusammenfassen und sagen, der Ruderverband dankt allen, die heute gekommen sind, allen, die das Team, und vor allem natürlich auch das Team mit dem Simon Schürchtin und Simon auch, unterstützt haben in den nächsten Jahren, dass wir das können erreichen und wir. Ihr habt uns eigentlich den Rudersport in ein Rampenlicht gehoben, wo wir uns nicht gewöhnt sind. Und vor allem in dieser Woche, man hört es immer wieder, ist vom Rudersport unisono geredet worden. Und die Leistungen, die haben eine Welle ausgelöst, auch in jedem Club, wenn man kommt, mit allen, wo man unter den Kollegen redet. Jeder ist eigentlich bereit, ein bisschen etwas mehr wieder zu leisten oder noch mehr zu leisten. Und das Brigitte, die ihr immer müssen auflegen, das wollen wir auch einfach auflegen, um uns zu steigern mit euch und einfach gesamthaft, dass wir Freude haben am Leben und am Rudersport. Bevor ich jetzt in den Fokus komme von dir, es war ja eine Aufgabe gewesen, wir müssen dich ein bisschen in den Fokus nehmen. Und lieber Simon, und es gibt zwei Sachen. Eins als Einstieg. Ihr habt das Bild gesehen. Ich kann es nicht viel vergrössern. Ihr seht hier auf dem Liebli den Simon mit der coolen Kappe und der Brille. Und das ist eigentlich legendär, weil auf dem Regattaplatz, dieses Jahr in Lauwerz, habe ich beim 13-, 14-jährigen Vier gehört, was es vor dem Rennen, es hat geregnet. Hört, wir müssen jetzt die coole Mütze so anlegen wie die Simon und Brille und dann gewinnen wir. Aber Simon, du hast vorher gesagt, wir wollen nicht von der Zukunft reden. Aber das, was ich dir mitbringe, ist natürlich eine Aufgabe. Der Verband gibt dir immer eine Aufgabe. Leider. Geehrt werde dir, wenn alle Ehrungen fertig sind, gibt es natürlich noch die Swiss Rowing Night, wo ihr noch einmal zuschlagen könnt, wo ihr nicht auf die Linie schauen müsst. Und dort kommt ihr euch ein Geschenk. Aber jetzt, ja, Simon, es gibt eine Aufgabe. Wenn ich dich anschaue, und die Fokus, oder dich in Fokus nehmen, was ist an dir aufgefallen in den letzten Jahren? Strategie. 2009 ist er mit 19 hat er den Eintritt gemacht in den Spitzensport RS und hat ein Dossier aufgetan und das hat er müssen schriftlich, und wie er ist, kurz, schnell, aber prägnant sind die Sachen dort drinnen gestanden und die haben alle gestimmt. Bis 2012 minutiös, welche Bestzeiten er erreichen will, was für Ränge er erreichen will und die Olympiateilnahme. Nachher ist für dich der Fokus gekommen. Nach London der Fokus. Du hast es vorher gesagt, 2014. Dort war es ganz speziell,
Wir gehen nicht ins Detail, aber es hat Trainerwechsel gegeben und es hat klare Botschaften gegeben. Und von dir und deine ist gesehen, Short Message. Ich will im schnellsten SRV-Boot Edelmetall in Rio. Kommunikation. In der Kommunikation läuft sie dem Vierer so. Bei dem Interview, wir fangen an mit der ersten drei und am Schluss kommt noch der Simon. Der Simon macht das 4S, oder? Simon Schürch, Sort Speak. Resümé, kurz, einfach, klar. Killerinstinkt. Er hat vorher, er hat wund exakt euch vorgestellt, was ihr gemacht habt. Sascha, es geht noch, was macht der Simon? Der Simon ist der, der im entscheidenden Moment, jetzt gibt es halt ein bisschen speziell, namens Kommando zum Angriff gibt und wo man Gegner nicht wie im Schwingen, der Ausdruck ist der gleich, man tut auch Gegner platt drücken, dass sie nicht mehr kommen können und dass man den Schub vorwärts gehen kann. Diese Kommando gibt der Simon, bei 500 Meter versteht man es noch, bei 1000 Meter nicht mehr ganz und bei 1500 Meter, bei 200 Puls. Aber du hast es richtig gemacht. Es hat gelangt. Jetzt kommt der Analytiker noch zum Schluss. Am 11.8. Das war der, wo wir die Olympia 4 hatten von euch. Und im Übergang, in die Nacht vom 12. haben wir eine Diskussion gehabt, also ein wunderbares Gespräch miteinander. Und dann hast du über deinen Brüder Joel geredet. Und auch Short Speak. Er hat gesagt, und weißt, du musst übrigens wissen, der geht in 14 Tagen auf Rotterdam. Jetzt hier in Rio als Ersatzmann hat er können lernen, wie man im schlechten Wasser rudert und dann holt er Gold. Aber das Schönste hat er nachher gemacht, der Simon, das Mail, das zurückgekommen ist, weil er gesagt hat, ich bin so stolz auf meinen Bruder Joel. Also, der Olympiasieger zu seinem Bruder. Die Eigenschaften zusammengefasst, lieber Simon, jetzt muss ich es halt da sagen, du hast einen Arbeitgeber, das ist das VBS. Der Simon ist als Zeitmilitär angestellt beim VBS. Und das, was ihr hier gemacht habt, das ist eigentlich die Mission Golden Four, Rio 2016. Und wir warten jetzt drauf, das ist deine Zukunft, wir warten jetzt drauf und darum kommst du von mir einen Stick rüber. Der Stick ist leer. Der Stick wird unter Mitarbeit von deinem Coach in dieser Zeit, das heisst der Franz Fischer vom Baspo, er ist auch da, wird er abgefüllt und wir warten jetzt im VBS in Bern nur noch auf deine Termine, weil die von Guy Parmelin und vom neuen Chef der Armee sind gesetzt. Du wirst in diesen Kaderschulen können, deine Erlebnisse und über die Killerkriterien, die wir vorher geredet haben, referieren und die warten auf dich. Gratuliere dir für das. Herzlichen Dank. Du musst entweder den Sport professionell machen oder ja, du gehst halt in breiten Sport. Und da habe ich die Chance bekommen, mit der RS zu machen. Da bist du wirklich ein Jahr lang oder der RS geht ein halbes Jahr, bist Profi. Du hast ein professionelles Umfeld und du kannst wirklich perfekt trainieren. Und durch die RS konnte ich einen grossen Leistungssprung machen. Bei der Elite ins Kader gekommen, bei dem Gang, wo ich das erste Mal in den Vierer gekommen. Und so hat eigentlich die ganze Sache angefangen. Und der zweite wichtige Part ist so nach 2012 gekommen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich so eine Zeitmilitärstelle, wo es nur 8 Säge in der Schweiz, bekommen konnte. Und das gibt einem natürlich ein fixes Gehalt im Monat, wo einem eine gewisse finanzielle Sicherheit gibt. Und das hilft einem wieder, den Fokus auf den Sport zu setzen. Ja. Der Fokus ist schon tatsächlich gelegt. Das Olympiarennen, das wollen wir uns auch noch heute noch anschauen. Du wirst uns sagen, was dort alles zusammen passiert ist bei diesem Rennen. Ziemlich exklusiv bekommen wir das mit. Zuerst aber gibt es so quasi ein bisschen zum Verschnaufen. Ein bisschen Musik. Unsere Musikgesellschaft Schenk hat die schon empfangen davor. Mit wunderbaren Klängen. Die jetzt kommen, die werden ebenfalls
ein wenig Gas geben, ebenfalls uns Klänge geben, damit wir ein wenig durchschnaufen können. Wir sind gespannt darauf, bitte sehr. Die rechte Hand aufnehmen, die rechte. Das ist gerade die andere. Ja, die rechte. Linke. Beide. Wicke. Gut, ihr macht weiterhin jeden Scheiß mit. Das ist ganz wichtig für das, was jetzt kommt. Aufmerksam sind. Wie empfindest du das Publikum heute Abend? Eben aufmerksam, motiviert. Sie lachen immer, also von dem her sind sie glücklich. Das ist die Aussicht auf eine Gratis-Guide bei Rinja nachher, aber... Vielleicht haben sie schon ein paar gehabt, das sind wir lachen. Ja, vielleicht haben sie ein paar. Genau, das ist... Rio Beachvolleyball-Kommentator, weiss ich, der hat nie ohne Guide bei Rinja kommentiert. Ah. Ja, das war eine schöne Zeit in diesem wunderbaren Rio. Das Rennen haben wir auch gesagt, das Rennen, weil wir uns unbedingt heute einen schnell anschauen können. Schaut mal heute das Rennen auf. Also, ist auf der anderen Seite nähern, das ist viel einfacher. Das ist das Rennen ohne Ton übrigens. Dann kann uns der Simon nämlich ein bisschen erklären, was bei diesem Rennen so wunderbar abgegangen ist. 11. August haben wir 2016, mit dem Vorfeld nicht genau gewusst, wie wird das Wetter sein. Das Wetter ist auch eher, naja, es ist zwar schön gewesen, aber eben unglaublich windig und das Wasser drum extrem unruhig. Genau, wir haben einen guten Gegenwind gehabt. Der Gegenwind ist, der Wind ist vom Ziel umgekommen. Man sieht, das ganze Wasser bewegt sich stark. Ganz weiter vorne, da sehen wir, das ist die Mauer. Und wenn die Wellen an die Mauer kommen, dann schlägt die Wellen zurück. Das ganze Wasser wird extrem unruhig. Man sieht, das Boot wackelt hin und her. Und das hat den Start sehr schwierig gemacht in das Rennen. Das heisst, auf den ersten 250 Meter haben wir relativ vorsichtig müssen rudern. Vor allem sauber rudern, dass ja niemand an den Wellen anschlägt. Das sind so die letzten paar Minuten vor dem Start. Ich bin viel gefragt worden, wir sind viel gefragt worden und wir sind nervös gewesen. Und klar ist man nervös, aber nach unserem super Halbfinale haben wir ein gutes Selbstvertrauen gehabt. Wir haben gewusst, das Ding bringen wir heim. Aber es ist klar, auch in so einem Moment gehen immer jemanden Gedanken durch den Kopf. Wie zum Beispiel, in den letzten 4 Jahren habe ich jeden Tag für die nächsten 6 Minuten trainiert. Und das ist schon sehr speziell. Man sieht, jeder hat noch ein bisschen sein Ritual, noch ein Gebet zum Christo. Der Christo war schon ganz in der Nähe. Von dem her haben wir davon ausgehen, dass es hilft. Hast du auch so ein Ritual gehabt, oder nicht? Hey, mein Ritual war meine gelbe Sonnenbrille. Wir sind ja von Oakley gesponsert. Wir haben relativ viele Sonnenbrillen über, immer die neuesten. Aber ich habe immer die älteste gehabt, 6-jährig, schön zerkratzt. Aber die hat Glück gebracht. Und deine Kollegen, haben die irgendein so gesponniges Ritual oder so? Muss ich gerade überlegen. Der Mario natürlich. Was hast du für eins, Mario? Wunderschöne Socken. Im Kanton Luzern überkommen, blau, weiß, rot gestreift, bis in Knie. Losgegangen ist es mit einem wunderbaren Rennen. Ich glaube, die ersten Meter sind nicht so unentscheidend, oder? Genau, wir sind relativ vorsichtig gestartet. Wir haben vielleicht ein paar Zentimeter verloren auf die Italiener, auf die Franzosen und auf denen. Aber das war in Ordnung. Im Ruder muss man sich vorstellen, wir starten mit einem Sprint. Wir haben einen Ausdauerteil, einen Mittelteil, wo der Rhythmus entscheidend ist und die letzten 250 Meter sind eigentlich wieder ein Spurt. Die wichtigste Phase des Rennens kommt jetzt gerade, nach diesen 40 Schlägen. Dort wechselt man auf den Rhythmus. Der Rhythmus ist entscheidend, dass man sich ökonomisch bewegt, dass es fließt. Der Ruder sagt, jetzt muss es laufen, es muss sich leicht anfühlen. Und wenn man das hat, in dem Moment, dann weiss man, jetzt werden wir gewinnen. Und den Moment haben wir gehabt, nach 600 Metern ist das Boot gelaufen. Wir haben guten Druck am Block gehabt und wir haben uns so langsam vorgeschoben. Die Taktik war ganz klar. Wir haben gewusst, denen sind die schnellsten auf den ersten 500 Meter. Wir wollen nicht in eine mehr als eine halbe Länge geben. Und ich denke, das haben wir sehr gut umsetzen. Wir haben eine Viertel Länge verloren und sind nachher im zweiten 500 Meter Schlag für Schlag langsam zurückgekommen. Jetzt seht ihr, da sind wir runter bei 900 Meter.
Bei 900 Metern, das wissen schon bald viele, da ist unser grosser Push gekommen. Der Bomb nennen wir das. Das sind 30 Schläge, wo wir alle zusammen, alle vier miteinander, so hart auf die Beine stehen, wie es nur geht. Und man sieht die Auswirkung. Bei 900 sind wir noch ein bisschen hinten gewesen und schon kurz nach 1000 ist unser Bugball das erste Mal in der Führung. Auch hier sehen wir wieder, das Wasser ist sehr unruhig, es spritzt bei denen und es war wirklich schwierig zum Rudern gewesen. Was die Velo fahren, die wissen vielleicht, im Gegenwind ist es hart. Das Rennen geht länger, wir haben fast 30 bis 40 Sekunden länger gehabt, als wir in einem Mitwind haben. Und das, für das Rennen brauchst du eine gute Kondition. Und das haben wir gehabt. Wir haben 4 Jahre wirklich hart trainiert und sind physisch eines der besten Boote gewesen, wenn nicht sogar das Beste. Wir sehen ja in diesem Boot, ja, da ist der Simon Deine, der das Kommando gibt, der ist eigentlich der Chef im Boot. Was hast denn du konkret für Aufgaben? Also Chef im Boot nicht. Unser Chef war unser Trainer, der Ian Wright. Der hat gesagt, was er geht. Und da haben wir nicken. Aber es ist auch gut so, wenn einer das Kommando hat. Jetzt haben wir noch eine wunderschöne Perspektive von oben. Normalerweise haben wir die nicht. Immer an den Olympiaden stellt das IOC 2 Türme auf, am Ziel und am Start. Sie ziehen das Kabel und hängen das Kabel die Kamera, dass man mal die Perspektive von oben sieht. Jetzt kommt nachher die entscheidende Phase. Wir haben immer gesagt, bei 1250 Meter, also 750 Meter to go, müssen wir unsere Endspurt anziehen. Wir haben den unsere Goldbombe genannt. Du bist aber erst bei 1000 immer. Oh. Ich bin schneller unterwegs als vor. Achten wir da eigentlich auf die Gegner, so bisschen, dass man links und rechts schaut, dass die so etwas machen? Genau, das ist entscheidend. Unsere Gegner dürfen nicht davonfahren. Wir müssen immer wissen, wo unsere Gegner sind. Das sehen wir. Ich schaue immer links oder rechts ab und zu und gebe dann ein Kommando durch, wo wir sind. Erste, zweite halbe Länge hinten. Das mag ich noch am Anfang des Rennens sagen. Am Schluss des Rennens. Kann man sagen, wie sieht das Kommando? Das sind nicht ganze Sätze, die du wirst sagen. Genau, ich bin relativ klein mal außer Atem. Aber der Simon hat mir etwa dir noch geholfen am Schluss, dass er noch ein Grunzen gemacht hat. So sind wir immer noch ins Zweite gewesen, weil wir unsere Endspurt angezogen haben. Ja. Gibt es so etwas wie Psychoterror? Ich meine, du bist ja Fußballer extrem prädestiniert, was das angeht. Gibt es das bei euch auch? Ja, nicht unbedingt. Wir haben aber keinen Körperkontakt. Von dem her kann ich nie einen anrempeln, Kopfnuss anspucken. Das liegt alles bei uns nicht drin. Das ist schon gut so. Also die Bombe hat die definitiv zünden gehabt, aber es ist nicht die letzte. Genau, und jetzt kommt die entscheidende Phase, da sind wir bei 1250 und jetzt gehen wir. Wir sehen, wir gehen Schlag für Schlag. Jetzt haben wir bald eine halbe Länge und jetzt hat es eigentlich nur noch keins zu durchheben. Wirklich, alle 10 bis 15 Schläge hat Mario die Schlagzahl erhöht, alle 4 haben den Druck gesteigert und so haben wir nachher das Rennen gut heimgebracht. Ich bin ja ein Nichtruderer, weil ich ein Federgewicht bin und das Ultraschwergewicht gibt es ja nicht. Wie muss ich das verstehen? Er hat die Schlagzahl erhöht. Das wird ja nicht auf Kommando. Oder passiert das auf Kommando? Geht er das durch oder spürt ihr das? Es kommt ein Go und auf den nächsten Schlag tun wir alle eigentlich steigern. Aber er, wenn er nicht reinsteht, dann geht es gar nicht. Und von dem her ist der Schlagmann oder er ein sehr wichtiger Mann gewesen. Hätte ich da noch etwas können passieren? Ja, ein Krebs kann es dir geben. Wenn einer nicht mehr mag oder nicht mehr so sauber rudert, dann kann es einen Krebs geben. Und das wäre eigentlich das Schlimmste, was jetzt in dieser Position könnte passieren, weil dann hast du einen Stillstand und das Feld ist noch innerhalb von ein paar Sekunden und dann würden die alle überholen. Was vielleicht noch spannend ist, es gibt zwischen verschiedene Regelungen. Wir haben 2 auf einer Seite, die anderen haben immer links, rechts eine. Wir haben schön, mit der Bio, genau, da sehen wir sehr schön, die einen sind links, wir sind rechts mit 2 auf einer Seite. Das haben wir so herausgefunden in der Biomechanik, dass das für uns die schnellste Kombination ist und so sind wir nachher auch gerudert. Und jetzt sehen wir rudern nicht mehr sehr schön, wir sind auch nicht mehr so lang, wir sind alle sehr müde. Aber schlussendlich, wenn du vorne bist, dann lässt du nicht mehr nehmen, der Biss ist noch mehr auf die Zähne. Und dann haben wir das super heimgebracht. Ja.
völlig ausgepumpt, völlig K.O. Wir wären sie ja gesehen. Habt ihr schon Zeit gehabt zum Jubeln? Das ist so pure Überlebensdrehung. Nein, es war wirklich eines der härtesten Rennen in der Karriere. Es war ein Gegenwind. Man sieht, die Siegezeit ist 6.20. Und wir sind wirklich, haben alles gegeben, alle waren total ausgepumpt. Und die Freude war nachher richtig gross am Podium. Ja. Was schießt einem durch den Kopf, wenn man über die Ziellinie geht? Und ja, nicht so viel. Wir haben nicht mehr so viel Sauerstoff im Kopf. Und Sauerstoff an! Genau, und wenn man nicht mehr so viel Sauerstoff im Kopf hat, kann man auch nicht mehr so viel denken. Das ist so ein das Problem. Wunderbares Rennen. Ich komme wieder rübergehen. Schenke hat das Rennen geschaut, Sause hat das Rennen geschaut, alle haben das Rennen geschaut, ihr habt für Schlagzeilen gesorgt. Du hast vorne von deinem Trainer gesprochen, Ian Wright. Hat er das Rennen gesehen? Nein, er hat es nicht gesehen. Wir wissen, er ist immer sehr nervös vor dem Rennen. Und so war es auch natürlich vor dem Olympiafinale, war er extrem nervös gewesen. Aber das ist eigentlich kein Problem für uns, er hat immer einen guten Team-Talk. Im Vorlauf muss er ihn noch nicht auf die Hand oder auf Blatt Papier schreiben. Im Finale hat er es halt auf dem Papier. Aber lieber so als irgendwie unstrukturierte Rede. Und wie wir nachher vom Christian Stoffer, vom Verbandsdirektor, erfahren haben, ist er plötzlich verschwunden gewesen. Der Christian wollte das Rennen mit ihm schauen. Und plötzlich war unser Trainer nicht mehr dort vor der Leinwand gewesen, sondern hat sich irgendwo auf der Toilette verkrochen und Däumchen gedreht. Und er ist so nervös und er hat uns immer gesagt, Er kann nicht mehr Einfluss nehmen, wir sind weg, er kann nichts mehr machen und von dem her ist das etwas vom Schlimmsten. Ja. Er ist mittlerweile, so viel ich weiss, nicht mehr bei den Schweizer, er ist bei den Neuseeländern, hat den Job dort bekommen. Seid ihr noch mit ihm geredet, hat er gehört? Ja, man wollte ihn immer noch einmal treffen, wir sind eben leider in die Ferien, er ist noch in Rotterdam, er ist noch zurück auf Saar, wir sind dann weg und so haben wir leider nicht mehr gesehen, wir haben ihn in Rio das letzte Mal gesehen. Und dann kommt die Nachricht, dass er ja, der schweizerische Ruderband verlässt. Es war ein trauriger Moment, ist klar. Wir haben sehr gut mit ihm gehabt. Er war ein guter Trainer, aber das Leben geht weiter. Und er hat uns schon geschrieben, dass er nächstes Jahr wieder in Europa wird sein. Er wird nächstes Jahr wieder am Rotsee sein, mit einem anderen Land halt. Aber wir werden sicher noch ein gutes Nachtessen mit ihm machen und den Erfolg noch mit ihm Revue passieren lassen. Ihr habt mit ihm geschrieben, wir haben mit ihm geredet. Und nicht nur mit ihm geredet, eigentlich redet er zu euch. Aber schau selber. Hello, Simon. Hello, people from the Suicide Club and people from Shinkon. I've been asked to provide a brief video message to Simon Search, and hopefully the other three are there to support you, Simon, with Lucas, Simon and Mario. I'm sure it's going to be a very good function. Pity I can't be there. But they've asked me to a few questions that I need to answer. So the first one was, how did I experience the gold race? So you guys pretty much know how I experienced the race. I didn't really watch it at all. I probably caught about 10 strokes with 500 to go. And the rest was spent walking up and down behind the tents, not really watching the race at all. So I didn't really see the whole race until the next day. I think it was the next day where I saw it on video. So the other questions here they got me to ask you was, what makes Simon Search a special person? What makes him a special type athlete? Simon, he's a special person. He calls the shots in the ball and runs the race plan. And he did that pretty well for the last two seasons. But Simon's a special person, as long as it's not thunder and lightning. Or the water's getting a little bit rough, then we call him Panic Simon. So, what would I like to wish Simon for the future? I think everybody's still making their mind up what they're going to do as far as their rowing into the future goes. But I think Simon, you're probably a little bit young to retire yet. It's probably not a bad thing to have a year out, and like you've already mentioned, maybe heading towards Tokyo, you and your brother might get together because I think that'd be a pretty good combination in a lightweight double, should there be no four in the future. So anyway, have a good evening, and no doubt I'll be seeing you sometime in the new year. Bye-bye. Ian Wright, meine Damen und Herren.
Also kurz zusammengefasst für alle, die das Englisch nicht ganz mächtig waren, hat sich quasi müssen entschuldigen. Ich kann nicht hier mit dabei sein, ich wünsche euch natürlich einen wunderbaren Abend. Das Rennen hat er tatsächlich nicht gesehen. Sie gehen Zelt hinten dran auf und abgelaufen, dass du eine spezielle Person bist, das hat er uns auch erklärt. Und er hat etwas ganz am Schluss Wichtiges gesagt, was darum gegangen ist, wie sieht eigentlich die Zukunft aus von dem Simon Schürch. Mit 26 ist er etwas zu jung, um zurückzutreten. Und er hat ja einen Bruder, der zu den weltbesten Rudern erzählt und jetzt Weltmeister geworden ist. Es wäre ja schlecht, wenn er dort aufhören würde. Eigentlich habe ich jetzt eine Frage, die ich nicht stellen würde. die stelle ich auch nicht. Stattdessen, liebe Gäste in Schenken, wir haben die ganze Zeit jetzt vom Simon geredet und er hat vorher schon angeklungen, dass es in seiner Familie jemanden gibt, wo er sagt, ich bin riesig stolz auf ihn. Sie mir selber auch gewesen. Es ist die Geschichte von Joel Schürch, vom jüngeren Bruder. Er ist als Ersatzmann mitgegangen nach Rio, hat dort Zeit verlebt, hat seinem Bruder zugeschaut, wie er Olympiasieger geworden ist. Er ist unverrichteter Dinge abgereist in Richtung Rotterdam, hat U23 Weltmeisterschaft und hat verschenkt die Umgebung Goldmedaille gewonnen. Hier ist der U23 Weltmeister im Zweier. Herzlich willkommen, Joel Schürch. Herzliche Gratulation, das ist der Applaus. Wo sitzen Sie? Ja, wir sind hier in Schenken, da haben wir alles. So, völlig zufällig hat der Möbelschaller noch eine dritte Sessel angelegt. Das ist super, Matthias Schaller, das Preisschild ist auch noch dran, das kommt jetzt heute schnell. Hey, jemand Sterne, das dritte. Unglaublicher Zufall, hey, da die Sessel, als die eins rumstehen auf dem Schaller, da sind die Sachen überall ein bisschen. So. Hervorragend. Wer übrigens am 9 Uhr auf den Zug muss, er wird spät sein. Es ist schon 9 Uhr. Wir machen aber wunderbar weiter. Joel, herzliche Gratulation zu dem wunderbaren Erfolg. Ich habe vorhin Simon schon gefragt, wann ist der Moment gekommen, wo man ein bisschen geschnallt hat, was man erreicht hat? Ist der bei dir relativ rassig gekommen? Nein, ich habe wirklich lange nicht gecheckt, dass ich jetzt Weltmeister geworden bin. Und ich glaube, mein Kollege, der Fiorin Rüedi, der war mit mir im Boot drin, hat es, glaube ich, kleiner realisiert als ich. Und vor allem, als wir dann durch die Ziellinie gefahren sind, also ich habe noch einen Weltrekord aufgestellt. So ganz nebenbei, ja? Ja. Und... also mir. Und das habe ich überhaupt nicht realisiert. Und dann hat Fifi eben kurz gesagt, hey, Joel, wir haben einen Weltrekord geholt. Und so, was? Das kann ich nicht glauben. Und dann haben wir es auf der Leinwand dann wirklich gesehen. Ja, wir sind, glaube ich, um eine halbe Sekunde schneller gewesen als je einer zuvor. Unglaublich Weltrekord gemacht, U23 Weltmeister wurde, aber auch in Rio mit dabei gewesen, als Ersatzmann, sagt man so ein bisschen. Wie war das für dich, die Zeit als Ersatzmann? Was hast denn du für Aufgaben gehabt? Also als Ersatzmann bist du einfach immer, musst bereit sein. Also wenn jetzt einer aus, von diesen vier Leuten hier, aus dem Fiorone rausgefallen, einfach verletzt ist, dann musst du einspringen und möglichst so rudern wie der, der rausgefallen ist, dass wirklich das Boot so gut läuft und dass sie super weiter trainieren können. Mhm. Wie hart war es, in Anführungszeichen nur Ersatz dürfen sein? Ist das in einem so jungen Alter, wie du das bist, gleich auch ein riesen Stolz, dass man mit dabei sein darf? Oder hat man insgeheim so ganz tief im Zimmer liegen, wenn niemand zugelassen hat, gedacht, hoffen nach Keter Gier ins Wasser? Also nur als Beispiel. Nein, natürlich nicht. ja, ich habe es immer sehr positiv angeschaut. Ich meine, ich bin noch recht jung eigentlich. Und ja, man kann nur profitieren. Ich war jetzt am Schlag im Zweieroni. Und ich habe möglichst versucht, den Rhythmus überzunehmen, den super Rhythmus, den der Mario Amix gibt. Und dann habe ich den probiert zu übernehmen und das zu adaptieren, oder? Für nachher im Zweieroni. Und ich glaube, das hat funktioniert. Hat definitiv funktioniert. Also wir gratulieren herzlich zu dieser sensationellen Leistung.
Wir werden gerade noch zum Abschluss von dem heutigen Abend zusammen schwätzen über euch zwei. So ganz am Ende vom heutigen Abend und vielleicht als Kickoff für weitere Tage. Ich weiß ja nicht. Es ist aber der Moment, wo die Heimatgemeinde auch den Dank möchte aussprechen. Die Gemeinde Schenk ist unglaublich stolz auf das, was ihr geleistet habt. Natürlich mit euren Kollegen, die mit im Boot waren. Ihr habt der Gemeinde unglaubliche Ehre erwiesen. Ihr habt die Gemeinde Schenk in die Welt rausgetragen. Da kann ich noch lange sagen, der Mann aus Sursee. Eigentlich sind es die zwei aus Schenk, die wirklich einiges geleistet haben. in diesem Sommer. Mein Schenk ist unglaublich stolz auf euch. Das werdet ihr jetzt gerade aus den Worten entnehmen. Er weiss gar nicht, wo er anfangen soll, der Gemeindepräsident. Er weiss gar nicht so richtig bei A oder bei B oder bei C. Also wir sind gespannt drauf. Auf das Geschenk letztendlich auch und natürlich auch auf das, was er sagt. Hier ist unser Gemeindepräsident. Herzlich willkommen, Patrick Hineichen. Der Fredmund Malik, ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und ein passionierter Bergsteiger, hat in einem von seinen vielen Büchern einmal gesagt oder geschrieben: Der Schlüssel zu außergewöhnlichen Leistungen von Menschen liegt in der Art ihres Handelns. Nicht wer diese Leute sind, ist entscheidend, sondern wie sie handeln. Nicht das Sein ist entscheidend, sondern das Tun. Und das, liebe Simon, ist aus meiner Sicht die passende Aussage zu deiner, zu eurer aktuell außergewöhnlichen Leistung. Nämlich, wir haben es heute oben wirklich gespürt, Gold, olympisches Gold in Rio, das ihr nicht geholt habt, weil ihr einfach die Favoriten gewesen sind, sondern wegen eurem eigenen Handeln. Weg vom Rummel und den Medien habt ihr euch diszipliniert, konzentriert und mit klaren Vorstellungen auf euer Ziel vorbereitet. Über eine lange Zeit habt ihr auf sehr vieles verzichtet. Vollste Konzentration, diszipliniertes Training und nur ein Ziel vor Augen über Monate hinweg. Und der am Tag der Entscheidung während 6 Minuten, 20 Sekunden und 51 Hundertstel aus dem vollen Können schöpfen, um euch ein klares Ziel zu erreichen: Gold an den Olympischen Spielen in Rio. Herzliche Gratulation zu dieser außergewöhnlichen Leistung, lieber Simon, im Namen von deiner Gemeinde schenken. Ich hoffe, dass dieser Erfolg vielen Menschen dazu inspirieren tut und ermutigen werden, sich ebenfalls außergewöhnliche Ziele zu setzen und sich auf dem Weg zu machen, die auch zu erreichen. Ihr habt uns gezeigt, dass Grossartiges möglich ist, wenn man fest daran glauben tut und entsprechend klar, konzentriert und strukturiert eben auf das Ziel herarbeitet. Neben persönlicher Zielorientierung, Disziplin und Handeln ist aber auch das persönliche Umfeld nicht wegzudenken. Freunde helfen beim Entspannen und beim Verarbeiten von Ereignissen und Emotionen. Vereine, Trainer und Betreuer unterstützen beim Training, bei der Verarbeitung und beim Durchhalten. Sponsoren und Fans fördern eine gut versorgte und motivierte Vorbereitung auf den Wettkampf. Und Familie, die ist so oder so immer da, in guten und in schwierigen Zeiten. Leidet mit, jubelt mit, freut sich und ist stolz. Das erleben wir auch immer wieder bei der Familie Schürch, bei den Eltern, bei der Isabel und beim Hannes Schürch, bei der Schwester Larissa, bei deinem Bruder
Joel, und nicht zu vergessen bei der Sarah, deiner Lebenspartnerin. Um dir, lieber Simon, und all deinen Mitstreitern, der Familie, den Freunden, ein anhaltendes Andenken an deine außergewöhnliche Leistung zu widmen und ebenfalls um andere Menschen zu erinnern und zu ermutigen, Gleiches zu machen, hat sich die Gemeinde Schenken entschlossen, einen Weg in Schenken mit deinem Namen zu benennen. Jetzt fragst du dich sicher, wo der Weg ist, Simon. Der Weg, wo die Gemeinde Schenken zu deiner ersten Trainingsstätte, zu dem, sage ich jetzt noch, alten Bootshaus, ich hoffe, es gibt ein kleines neues, am See verbindet tut, geht hier von der Schule Schenken, wo du ja bestens kennst, über den Hügel, muss ich studieren, da ist er, über den Hügel mit den stattlichen Eichen, runter zum Sempachersee, zu deinem Sempachersee. Der Weg, lieber Simon, heisst jetzt offiziell Simon Schürchweg. Wir hoffen, dass viele Menschen, geschätzte Damen und Herren, den Weg in Zukunft als Inspiration, als Ermutigung gehen, um sich an ihre Ziele zu erinnern und Kraft dafür auch können zu schöpfen. Und vielleicht gibt es auch Zeiten für dich, Simon, in denen es dir gut tut, den Weg zu gehen, um dir Mut wieder zu holen und Kraft zu schöpfen, in deinem Schenken, wo du gross geworden bist, für weitere außergewöhnliche Leistungen, die du sicher noch vor dir hast. Für diese zukünftigen Leistungen übergeben wir dir noch im Namen der Schenkenbevölkerung eine grosse Flasche mit Schenkener Zauberwasser. Vielleicht wirst du, oder nicht nur du aus deiner Familie, den Weg ab und zu gehen. Die Brüder und sie sehen, geschätzte Sportsfreunde, wir kommen nicht mehr aus dem Feiern raus. Tatsächlich nicht. Ich denke, der Joel ist aus einem ähnlichen Holz geschnitzt wie du. Und das ist auch nicht verwunderlich bei diesen Eltern. Zielstrebig, diszipliniert, und immer das Ziel vor Augen. Wenige Tage nach dem Olympia-Erfolg von Simon hat Joel Schürch ziemlich alles abgeräumt in Rotterdam. Wir haben es gehört, er ist Weltmeister geworden von der U23. Herzliche Gratulation, Joel. Wir haben es heute bereits gehört, aber ich tue es jetzt gleich noch einmal sagen. Ich habe erfahren, dass Simon tatsächlich dir noch gewisse Tipps über das Telefon weitergegeben hat. Und das hat ja fantastisch funktioniert. Und wir sind tatsächlich gespannt, um die Frage von Sascha wieder aufzunehmen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht mit euch zwei. Und eins kann ich euch sagen, die Gemeinde Schenken ist heute schon bestens vorbereitet auf weitere Festlichkeiten.
darf im Namen der Schenkerbevölkerung auch dir, Joel, so ein Schenkerwasser übergeben. Ich bin überzeugt, und vollstens überzeugt, dass wir gleich einmal vielleicht einen zweiten Weg für dich finden, spätestens in Tokio. Ja, Schenken wird sich auf alle Fälle freuen, was ihr auch alles euch vornehmt, und vor allem freuen auf außerordentliche Leistungen von euch. Schenken, und ich denke, alle, die hier drin hocken, wünschen euch weiterhin viel Disziplin, viel Ausdauer, Durchhaltewillen und klare Ziele im Sport, wie aber auch im Privaten. Ich habe es bereits angetönt, geschätzte Damen und Herren, Erfolg ist machbar mit einer starken Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön an Isabel und Hannes Schürch, an die Schwester Larissa und die Lebenspartnerin Sarah. Euch ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Euren Applaus. Ich wünsche euch jetzt vorab den Brüdern Schürch, aber auch euch vom Publikum, eine gemütliche, eine feierliche und außergewöhnliche Abend. Der Abend ist noch lang, obwohl das Sascha bekanntlicherweise immer überzieht, aber das sind wir uns gewöhnt. Im Kreis von uns Schenker, im Kreis von Leuten aus der Region, ganz herzlichen Dank für euer Kommen. Und ich bin immer wieder stolz als Gemeindepräsident, wie Schenken aus sportlichem Leichtgewicht gesellschaftliche Schwergewicht macht. Der Gemeindepräsident strotzt vor Freude. Euch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Patrick Hineiger. Wunderbare Worte von Patrick Ineichen zu euch beiden. Wenn man euch so anschaut, wie ihr miteinander umgeht, ist das eine spezielle Beziehung zwischen euch zwei. Wie muss man sich diese Beziehung vorstellen, Simon? Ja, wir sind natürlich extrem nahe zueinander. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, vor allem im letzten Jahr, jetzt in der Olympiasaison. Der Schule hat das ganze Programm durchgezogen bei mir. Und von dem her war es für mich extrem wichtig, weil wenn es nicht läuft im Winter, hast du einen guten Gesprächspartner, kannst mit ihm austauschen, und das war sehr wichtig. Ja. Wie sieht es mit der Familie aus? Die Eltern haben gesehen, deine Lebenspartnerin Sarah ist auch hier. Die hat ziemlich auf dich müssen verzichten im letzten Jahr. Was geben sie dir? An welchem Punkt stehen sie in deinem Leben? Natürlich ganz oben, das sind die Obersten sozusagen. Meine Eltern, die mich unterstützen seit der ersten Regatta. Sie sind die, die mich hergefahren haben, mich aufgemuntert haben, weil ich 30 Sekunden auf den Sieger kassiert habe. Ich sage, das nächste Mal geht es vielleicht etwas besser. Da waren es nur noch 25 Sekunden gewesen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Sie sind bis zum Schluss praktisch an jede Regatta mitgekommen. Und das ist extrem schön, das können mitzuerleben. Und das ist natürlich auch noch die Freundin, Sarah, die immer schaut. Es ist für sie nicht immer einfach, weil wenn wir erfolgreich sind oder einen Sieg haben, dann sind sehr viele Leute um uns herum. Sie wollen einen Teil haben, diesem Erfolg. Und es ist eigentlich immer in den Momenten rum, wenn es nicht so gut läuft, wenn wir eine Krise haben, wenn man nicht so motiviert ist, dann muss sie das aushalten, schlussendlich. Aber sie macht das sehr gut. Ich denke, ich muss auch noch was wichtig erwähnen, ist unsere Schwester Larissa. Sie hat nicht einen so einfachen Stand in der Familie. Es ist vielfach am Familientisch Ruder ein Thema, wenn du zwei rudernde Brüder hast. Und von dem her
gilt dir auch ein grosser Dank. Wir können immer auf sie zählen, vor allem wenn wir Sachen erledigen müssen. Gell? Gouer verschicken, Einladungen verschicken, dann ist sie immer zur Stelle und hilft uns. Ja. Joel, was würdest du, wenn du es könntest? Ja, der Applaus ganz sicher in deine Schwester. Wenn du dir eine Scheibe von Simon könntest abschneiden, welche würdest du abschneiden? Was würdest du von ihm unbedingt übernehmen für deine Karriere? Nur eine. Ja. Nein, ja, er ist immer sehr fokussiert. Und ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, den ich abschneiden würde. Könntest du dir vorstellen, du hast noch nicht so viele Interview gegeben und kennst noch nicht alle Fragen. Könntest du dir vorstellen, mit einem wie der Simon im gleichen Boot zu rudern? Puh. Nein, ich denke, ja, ich könnte es mir schon vorstellen, es wäre sicher interessant. Ich kann letztes rausgehen, aber ich kann auch gut rausgehen. Also, aber es wäre sicher mal interessant. Und, meine Kombination, ja. Das ist schon noch spannend, oder? Weltmeister, Olympiasieger, im gleichen Boot. Für die 4 Jahre wäre das eine Option, eventuell. Für dich persönlich, jetzt nicht für alle gewählt, aber... Ja, ich finde, wir müssen es mal ausprobieren, ja. Was mich zur Frage bringt, Simon. Also, du meinst den Herbstregatta, oder? Nein. 4 Jahre, Rien hat es gesagt, die Trainer, du bist ja viel zu jung, um zurückzutreten. Natürlich muss jetzt alles ein bisschen ersetzen, aber tatsächlich ohne irgendein Projekt vorzugreifen, ist das eine Option, die man noch ein bisschen ins Auge fasst. Man denkt selbstverständlich darüber noch, aber wenn du sagst, nein, wir lassen alles ein bisschen beiseite, wäre rein theoretisch eine Option? Ja, es ist eine Option, ist klar. Es wäre natürlich eine unglaubliche Geschichte, mit meinen Brüdern an die Olympischen Spiele zu gehen. Aber schlussendlich vielleicht hast du noch einen, der schneller ist. Oder er hat einen, der schneller ist. Und ja, dann kommen wieder die Probleme auf, wenn es vielleicht... ja. Aber es ist eben, zuerst muss ich mal entscheiden, ob ich weiter rudern will. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Aber ja, es hat sicher gewisse Motivationspunkte, um ja, mit meinen Brüdern können ein Projekt starten. Es würde uns unglaublich freuen, wenn wir eventuell in 4 Jahren an gleicher Stelle wieder können. Ein Olympiasieg feiern, wer weiß, vielleicht sogar 2 Brüdchen im gleichen Boot. Das wäre ein Projekt, das man vorantreiben müsste. Wir sind gespannt, wie das aussieht, das Projekt. Du hast deine Goldmedaille um den Hals und du hast mir heute Nachmittag noch ein Zeichen gegeben. Du hast mir auch kurz vorher, als wir draußen waren, noch ein Zeichen gegeben. Wir haben Simon Schürch heute Abend die ganze Zeit beschenkt. Er hat wunderbare Geschenke bekommen. Ein wunderbares Bild, gerade zum Anfang von der Stadt Sursee, wo er unglaublich geblieben ist und mir auch gesagt hat, ich muss mich unbedingt für ganz abhauen noch anmelden. Da ist mir gerade in den Sinn gekommen. Das Bild angeschaut mit der Maske. Wir haben unglaublich tolle Geschenke bekommen und du hast auch ein Geschenk parat. Genau, ja, ich bin ja heute besser beschenkt worden als an Weihnachten. Unter dem Christbaum hat es nicht immer so gut ausgesehen. Nein, und da habe ich gedacht, ich möchte auch zuerst danken, allen Redner danken, im Sicherheit auf Sursee danken, meinen Teamkollegen danken, dass sie gekommen sind. Ja, es ist schlicht unglaublich, dass so viele Leute von der Gemeinde gekommen sind. Und irgendwie möchte ich euch etwas auch geben. Ich habe lange überlegt, was könnte ich euch geben? Es sind relativ viele Leute in dieser Gemeinde, viele gute Leute. Und irgendwie mit denen allen rudern wird es ein bisschen schwierig in den nächsten paar Jahren. Und so in den letzten 6 Wochen ist mir aufgefallen, dass für viele Leute es ist etwas Spezielles, wenn sie mal eine Olympiamedaille anlängen können, eine Olympiamedaille sehen können, fotografieren. Und so ist mir eigentlich die Idee gekommen, dass ich meine Medaille mal ein paar Wochen der Gemeinde könnte geben, der Gemeinde schenken. Und sie könnten die Medaille im Gemeindehaus ausstellen. Und dann könnten alle Leute, alle sind eingeladen, mal dort vorbeigehen und könnten die Medaille anschauen, bestaunen, fotografieren und was auch immer machen. Und da wir ja heute schon ein paar Mal gehört haben, dass Schenken nicht nur allein ist, sondern dass es eben noch eine Source gibt, möchte ich das natürlich auch in der Source weiterreichen, weil es hat eben eine grosse Bedeutung. Ich bin ja im Sicherheit auf Source. Und wenn die Schenker langsam genug haben von dieser Medaille, wandern die auf Source. Ich denke, es ist nicht nur für eine Gemeinde oder für die Bevölkerung ein guter Vorteil, es ist auch für mich ein guter Vorteil, so muss ich nicht immer auf die Medaille schauen. Denn zum Beispiel vor 2 Wochen ist unsere WG in Zürich eingebrochen worden und ich denke, so eine Goldmedaille wäre sicher auch ein gutes Objekt für einen Dieb. Und ja, ich möchte euch einfach noch einmal allen danken, dass ihr hierher gekommen seid. Es war schlicht unglaublich. Es ist ein Abend, der unvergesslich ist. Und ich hoffe, wenn ihr die Medaille im Gemeindehaus anschaut, dass das etwas Inspirierendes, etwas Motivierendes für euch ist. Dass ihr seht, wenn man zusammensteht, die eigenen Interessen vielleicht ein bisschen zurücksteckt und miteinander redet und miteinander Ziel verfolgt,
dass man dann Grosses erreichen kann. Vielen Dank. Super, Chef. Kommen wir nochmal in die Mitte. Die Olympiamedaille also als Geschenk verständlich für Schenken und für Suse. Herzliche Gratulation und herzlichen Dank an Simon für das tolle Geschenk. Ich würde mir, ja, die haben mich sehr aufmerksam zugelassen, ich würde die Medaille an dem Freitag und am Samstag auslehnen, wenn ich ausgehen gehe, weil ich weiss, wenn man mit so einer in eine Bar reingeht, bekommt man alles gratis, hast du gesagt. Und darum freue ich mich schon um die Weihnachtszeit rum mit dieser Medaille. Sehr schön. Der heutige Abend, das soll euch zwei gelten, ihr wollt feiern mit der Gemeinde, dem geben wir natürlich zu. Das heisst, wir laden euch alle zusammen ein. Hier innen waren wir, haben euch wunderbar gelauscht. Jetzt kommen die persönlichen Gespräche, jetzt kommt die Medaille anschauen. Das Abwägen, ist echt die Medaille gleich leicht wie die von Mario Giri? Oder ist die ein Kilo schwerer, weil er auch sonst ein Kilo schwerer muss umtragen? Werden wir alles können anschauen können. Sie haben ihre Medaille ebenfalls mit dabei. Wir wünschen euch toi 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 bei all dem, was kommt. Wir gratulieren noch einmal herzlich für die tolle Leistung im Sommer dir, Simon, und dir, Joel, natürlich auch. Wir freuen uns in 4 Jahren an gleichem Ort, an gleicher Stätte, das Projekt Olympia 2020 zu befeiern. Die Goldmedaille im Zweier, die könnt ihr auch mitruhen, das ist ja kein Problem, die Trainer. Aber da freuen wir uns riesig drauf. In dem Sinne, was wir euch mitgeben, ist ein riesen Applaus. Wir laden euch ein, draussen nachher mit uns zusammen zu feiern, bei Red Bull, bei Paella, wo übrigens die Lehre gemacht hat. Die Beno ist nämlich auch noch da, der ist draussen am Paella-Kellen. Da haben wir schon das Zeichen gegeben, langsam wir sicher parat machen. Draussen gibt es Paella, draussen wird noch ein bisschen gefeiert und gefestet. Stoßen alle zusammen mit uns, mit dem Simon und dem Joel und den anderen Olympiamedaillengewinner fleissig an. Die sind recht herzlich eingeladen. Für euch noch einen riesen Applaus. Schön, dass ihr gekommen seid. Simon, Joel, herzlichen Dank. Wunderbar, look, da ist perfekt.